Well, you made it. All set for the goat? Trust me, it really isn't that bad. Just something everybody has to go through. Nun, viel schlimmer als das gerade eben kann es ja kaum werden. Na, komm. Ich bin bereit. Das schaffe ich. I'm sure you will. Especially since it's multiple choice with no wrong answers. We'll start as soon as everyone's found a seat. Good luck. Alles klar. Dann legen wir doch mal los. Oh Gott, mein Gesicht ist immer noch so schlimm. Well, now that everyone has managed to find the classroom, we can finally get started. No talking, and keep your eyes to yourselves. Yes, I'm talking to you, Mr. Deloria. Sure thing, Mr. Brotch. Unless anyone else has an insightful comment, let's get started. Question one. A frenzied vault scientist runs up to you and yells, I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonation chamber. What's your response? Oh, das ist einfach. Ich habe schließlich Astoundingly Awesome Tales gelesen. Was war das nochmal? Hier, das war's doch, was Mr. Abominable gesagt hat. But Doctor, wouldn't that cause a parabolic destabilization of the fission singularity? Question 2. While working as an intern in the clinic, a patient with a strange infection in his foot stumbles through the door. The infection is spreading at an alarming rate, but the doctor has stepped out for a while. What do you do? Schwierige Frage. Ich könnte natürlich den Fuß amputieren. Andererseits, das ist ziemlich heftig, um Hilfe rufen. Oder dass es könnte sogar helfen. Erstmal um Hilfe rufen, weil der Doktor gerade erst rausgegangen ist. Er könnte es schließlich hören. Das macht Sinn. Danach würde ich das machen. Also, die infestierte Gegend. Spontane Übersetzungen, Hilfe. Und zur Not amputieren, aber erstmal um Hilfe rufen. Question 3. You discover a young boy lost in the lower levels of the vault. He's hungry and frightened, but also appears to be in possession of stolen property. What do you do? Erstmal den Jungen umarmen und ihm sagen, dass alles in Ordnung ist. Question 4. Congratulations. You've made one of the Vault 101 baseball teams. Which position do you prefer? Ich habe immer schon lieber Fußball gespielt. Question 5. Your grandmother invites you to tea, but you're surprised when she gives you a pistol and orders you to kill another vault resident. What do you do? Obey your elder and kill the resident with the pistol? Nein, ich glaube nicht. Offer your most prized possession for the resident's life? Nee. Ask Granny for some cyanide to cook into the resident's next meal instead. Intelligenter, aber nein. Throw your tea in Granny's face. Ja, schütten wir der Alten den Tee ins Gesicht. Question 6. Old Mr. Abernathy has locked himself in his quarters again. And you've been ordered to get him out. How do you proceed? Use a bobby pin to pick the lock on the door. Also, Tür knacken mit einer Haarnadel, eine Cherry Bomb verwenden, mit einer Laserpistole das Schloss aufschießen oder einfach weglaufen und den Typen verrotten lassen. Ich glaube, wir knacken die Tür auf. Die Tür. Auf die, in Anführungszeichen, herkömmliche Art und Weise. Question 7. Oh no, you've been exposed to radiation. And a mutated hand has grown out of your stomach. What's the best course of treatment? Dreihändiges Training, würde ich sagen. Ist bestimmt in vielen Situationen nützlich. Ich könnte mit drei Pistolen auf einmal schießen. Silverschaut hat ja auch nur eine Waffe verwendet, seine silberne. Mir fällt gerade kein Comic-Charakter ein. Aber ich würde sagen, Antimutter gehen zuerst. Question 8. A fellow Vault 101 resident is in possession of Grognak, the Barbarian comic book, issue number 1. You want it. What's the best way to obtain it? Tauschen, stehlen, Raubüberfall oder ihn K.O. machen und dann das Buch nehmen.
Ich glaube, wir tauschen es lieber einfach ein. Question 9. You decide it would be fun to play a prank on your father. You enter his private restroom when no one is looking and... Überschwemmung. Böller in der Toilette. Boah. Blutdruckmedikamente gegen Zuckerpillen austauschen. Böse. Oder Elektroschock. Ich glaube, Böller sind da relativ harmlos. Im Vergleich. Who is indisputably the most important person involved 101? Und der Doktor. He shelters us from the harshness of the atomic wasteland. Oh. And to whom we owe everything we have, including our lives. Oh. Ja, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Und wow, diese Auswahl an Antwortmöglichkeiten. Naja, multiple choice halt. Der Oberseher. Soll ich ihn ab jetzt wirklich Oberseher nennen? Ich meine, es ist nur eine Mistranslation, also eine Falschübersetzung, aber irgendwie finde ich Oberseher auch ein... hat fast schon was von Schwürze de Lönwe. Ne? Der Oberseher. Pencils down, people. That's it. Infamous goat. I'm sure most of you didn't find it so bad. Others, well, there are always openings in the maintenance department. Don't forget to hand in your test before you leave. You don't want to know what happens to people who fail the goat. You can have the rest of the day off, to celebrate or to pray, as the situation warrants. Aber hast du nicht gesagt, man kann? Man kann gar nicht durchfallen. Man könnte vielleicht nichts ankreuzen, das wäre möglich. Oh, ich warte mal, bis ich an der Reihe bin. Here you are, Mr. Brach. I hope I did okay. Nothing for you to worry about, Miss Almodovar. Let's see. Very well done. Looks like it's the supervisory track for you. Thanks. See you tomorrow. Yo, Teach. I'm done. Ah, Butch. Can I admit that I've been waiting for this day for a long, long time? Allow me to savor the moment. Now then, let's see. Really? Interesting. You've surprised me, Butch. I didn't think you had it in you. Hairdresser. Who would have thunk it? You're so full of it. That isn't true. Ah, well done, Butch. Mr. Roch, I guess. Wait a second. Can I have it back? I think I need to change one of my answers. Gott, dieses Gesicht. Just calm down a minute, Paul. I'm sure you have nothing to worry about. Let's see. Yep, just as I thought. You're slated for the engineering track. Congratulations, Mr. Hannon. You've passed the goat. Oh, gee. That's not so bad. Engineering, all right. Mother can't wait to find out if I'll be going into science or home economics. Science. Well, perhaps. Let's see what the goat says. Well, well. Maintenance department. I hope your mother will be pleased. I'm sure Stanley will be. What? That's impossible. I'm telling... Bye. Oh, Amata? Nein, das ist Susie. Wo ist eigentlich Amata? Was hat die bekommen? Wenn ihr fertig seid, dann gehe ich mal vor, würde ich sagen. Wo ist Amata hin? Ich hätte wirklich gerne ihre Testergebnisse gehört. It says here you're perfectly suited for a career as a waste management specialist. A specialist, mind you. Not just a dabbler. Congratulations. Oh je, na ich weiß ja nicht. Ich glaube wirklich nicht, dass das zu mir passt. Listen, I was just as obnoxious at your age. I didn't take the goat seriously. Look where I ended up. Just between you and me, the whole test is a joke. If you don't like the results, I can make your goat come out any way you want. Just let me know. Oh, nützlich. Es scheint so, als wäre es doch gut, freundlich zu Leuten zu sein. Also Speech würde ich wirklich gerne behalten. So, was nehme... Meine Güte, ich...
Mein Gehirn ist jetzt so auf Stimme verzerren, Stimme verstellen eingesetzt. Es fällt mir jetzt gerade wirklich schwer, normal zu sprechen. Ich glaube, ich muss mal eine Aufnahmepause machen oder so, allein nur, um mal anders weiterzumachen, damit ich normal reden kann. Eieieiei. Ja, Dietrich ist nützlich, vor allem am Anfang. Und Reparatur eigentlich auch, weil ja die Waffen wirklich ganz gerne relativ schnell kaputt gehen. Allerdings Waffen. Am Anfang ist Munition, ja. Ach, das ist wirklich schwer. So, da können wir zumindest schon mal die nächste Stufe knacken. Ja, nehmen wir noch Waffen. Alles klar. Hey. Wir haben bestimmt noch Raum, um später mal besser zu werden. Hey, Paul. Wo ist Amata? 3 Jahre später. Anscheinend sind wir 19. Wake up! You need to know. Come on, wake up! I'm not going to be around to hold your hand. Come on! You've got to wake up! Was ist denn los, Amata? You've got to get out of here. Your dad is gone and my father's men are looking for you. Bitte was? Mein Vater ist weg? Wie meinst du das? He's left the vault. I don't know how, but he's gone and my father, he's kind of gone crazy. Bitte was? Mein Vater kann gar nicht, das geht doch gar nicht. Leben und sterben in der Vault oder wie? I thought so too, but it's true. He's gone, and Jonas is dead, was? And now they're looking for you. Jonas ist tot? Was zur Hölle passiert gerade? My father's men think Jonas helped your dad escape. They caught him and brought him to my dad's office, and they... Oh my god. Wie geht's denn dir, Amata? Bist du okay? Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie überfordert. Yeah, don't worry about me. I'm just sorry you had to find out like this. I know Jonas was your friend. But we've got to go now. My father's men will be here any minute. Oh, aber... Fokussieren. Alles klar, du hast recht. Ich kann nicht hier bleiben, aber wo soll ich denn sonst hingehen? I'm sorry, but I think you'll have to follow your dad. You'll have to escape from the vault. Listen. Maybe it isn't any of my business, but didn't your dad tell you that he was leaving? Nein, hat daran gar nichts gesagt. Oh, I'm sorry. I'm sure he had his reasons. Maybe Jonas was supposed to explain everything to you? But it doesn't matter. I can help you escape. I have my own plan. Danke, Amata. Die Oberwelt, hä? Wollte ich immer mal sehen, aber so. Und wie soll ich das überhaupt anstellen? Listen. There's a secret tunnel that leads directly from my father's office to the exit. You'll have to hack the computer in his office to open it. Use these to get into his office. That's how I always get in. Bobby Pins. Gut, dann lass uns verschwinden. Oh, one more thing. I stole my father's pistol. I hope you won't need it, but you'd better take it just in case. Ich will doch auf niemanden schießen, aber wenn Jonas tot ist und die wirklich... Aber ich weiß nicht, was ich tun soll, aber na, weißt du was, Amata? Ich mache mir auch Sorgen um dich. Behalte du die Waffe. Well, okay. I guess it may come in handy if I run into any rad roaches. Rad roaches? I'll try to meet you at the exit. Watch out for security. Good luck. Auch noch Kakerlaken? Was ist hier los? Okay. Fokussieren. Reiß dich zusammen, Nahadoth. Denk an dein Vorbild, an dein Namensvorbild. Okay. BB-Gun. Damit kann ich nicht wirklich Schaden machen. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich damit zumindest Leute einen Moment zögern lassen. Oh Gott. Baseballschläger. Luftgewehr. Okay.
Ansonsten habe ich hier nichts zurückgelassen. Oh. Was machen die Kakerlaken hier? Ja. Ah. So. Puh, was ist los? Oh. Au! Au! Officer, wieso? Au! Ich hab doch nichts getan! Ich hab hier. Was habe ich getan? Ich hoffe, er ist bloß bewusstlos. Aber vielleicht kann ich mich verkleiden. Hm. Ah, nee. Baseballschläger macht mehr Schaden. Oh je. Irgendjemand hier? Sind die überall Kakerlaken? Haut lieber ab. Oh, verdammt. Ich muss helfen. Vorsichtig. Ow, that hurt. We did it. My mom's gonna be okay. You're the best friend I've ever had, man. Was? Hey, I know it isn't much, but I want you to have my Tunnel Snake's jacket. Go ahead, take it. Danke, Butch. Okay, dieser Tag wird immer seltsamer. Everything's gonna be okay now, thanks to you. Danke. Oh je, oh je. Natürlich, jetzt wo ich abhauen muss, mache ich einen neuen Freund. Alles okay, Alan? Where did those things come from? Oh, I need another drink. Ihr müsst hier raus, oder noch besser. Bleib lieber hier drinnen. Oh, was zur Hölle ist hier gerade los? Oh, was zum... Nein! Oma Taylor! Nimm das, ihr verdammte Riesenkakerlaken! Verdammte Red-Kakerlaken! Reiß dich zusammen, Naha. Reiß dich zusammen. Hold on, son. I just want to talk to you for a minute. Kein Problem. Oh, was gäbe ich jetzt für einen Flammenwerfer? Gomez? Lucky it was me who found you. The others won't be so forgiving. I don't know what you're up to, and I don't want to know. Just clear out of here, and I'll pretend I never saw you. Danke, Gomez. Ich hab dich immer gemocht. It's a real shame it's come to this. I can't believe what they did to Jonas. Officer Mack was just out of control. But you're a good kid. You didn't do anything to deserve this. Go find your dad if you can. Ich werde mein Bestes geben. You're the one everybody's looking for. Hey Stanley, alles okay? Well, it's none of my business. Your dad always took good care of us. Danke, Stanley. I believe he's gone topside for a spot. Oh je, oh je, oh je. We should just go back to our quarters. It's our only chance, don't you see? We're getting out of here, just like the doctor. I'm not gonna let anyone stop us. Soll ich mich euch anschließen? Tom, hold. Just let me oh, was soll das? Leute, ihr, was war das denn? Ihr Verdammten. Was habt ihr getan? Sie haben ihn einfach erschossen. Das von den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin. Oh Gott. Okay. Okay. Es tut mir leid, Tom. Das heißt, es ist wohl alles oder nichts. Ah, diese Waffe ist auch nicht in besonders gutem Zustand, verdammt. Ich glaube, ich sollte lieber den Baseballschläger für diese Kakerlaken nehmen.
lieber hier vorsichtig sein. Ich habe ein paar Leute K.O. geschlagen, aber ich möchte ungern jemanden erschießen. Schieb nicht alles auf meinen Vater. Die Wachen sind es, die hier überall rumschießen und... Oh Gott, ist das Jonas? Ruhig Blut bewahren. Oh verdammt. Ich möchte dir nichts tun. Hannah? Frieden? Ich helfe dir. Frieden? Bitte was? Aber ich hab doch... Oh, verdammt. Ich möchte dich nicht erschießen. Versuch mal, dich K.O. zu schlagen. Nimm das. Süße Träume, Hannon. Süße Träume. Du machst das nicht besser, meine Güte. Verdammt. Oh, Floyd. Nicht du auch noch. Oh, Jemine, was ist hier nur los? Ich muss hier unbedingt raus, bevor noch mehr Wachen aufkreuzen. Ich hoffe, Amata geht's gut. Oh, verdammt. Lass Amata in Ruhe. Wehe, tut Amata etwas an. Ich habe eine Waffe, ich möchte sie nicht benutzen, aber... Lass Amata in Ruhe. Amata, where did you get that gun? Just get away from me. I don't want to shoot you, but I will. Genau, lass da Martha raus. Lass da Martha raus. And with my own gun. I'm your father, damn you, and you show me some respect. Officer Mac, don't just stand there. Lass ihn in Ruhe. Make me take that gun away from you, girlie. Just hand it over. Nice and easy now. No, Scheiße. Get away from me. Oh my god, a Martha. What have you done? So, was hast du uns gebracht, hä? Amata, alles okay? Was ist los mit euch? Schweine. Ach, verdammt, alles abgeriegelt. Oh, scheiße. Oh, scheiße, 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 scheiße. Jonas? Ach, goddammit. Nachricht von Papa. Okay. Hold on, Jonas. I need to record this first. Okay. I don't really know how to tell you this. I hope you'll understand, but I know you might be angry. I thought about it for a long time, but in the end, I decided it was best for you not to know. So many things could have gone wrong, and there's really no telling how the Overseer will react when he finds out. It's best if he can blame everything on me. Obviously, you already know that I'm gone. It was something I needed to do. You're an adult now. You're ready to be on your own. Maybe someday things will change and we can see each other again. I can't tell you why I left or where I'm going. I don't want you to follow me. God knows life in the vault isn't perfect, but at least you'll be safe. Just knowing that will be enough to keep me going. Don't mean to rush you, Doc, but I'd feel better if we got this over with. Okay. Go ahead. Goodbye. I love you. Ich hab dich auch lieb, Papa. Ach, Jonas, es tut mir leid. Was mir noch mehr leid tut, ist, dass ich nicht hierbleiben kann, um dich zu beerdigen. Oh Gott, ich muss schnell heraus, bevor es noch mehr Opfer gibt. Amata, alles in Ordnung? Oh mein Gott. I had no idea my father would... I had no choice, Officer Mac. Here, take it. I don't want it anymore.
I don't know what I'd do if I still had the gun and my father came looking for me. Alles klar, du hattest keine Wahl, Amata. Du hast getan, was du tun musstest. Oh Gott. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du dich fühlen musst. Mir geht's schon schlimm genug. Und ich habe nur ein paar Wachen verprügelt. I don't know. I don't know. Well, you'd better get out of here. I'll try to meet you at the vault door. If I don't make it, good luck. Gott, ich muss da nur irgendwie hinkommen. Oh Gott. Arschloch. Ach. Was ist sein Raum? Gibt's vielleicht irgendeine Notiz oder so? Verdammt, 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 verdammt. Sehr gut. Sein Schlüssel und Munition, die ich hoffentlich nicht brauchen werde, aber andererseits... Ja, wer weiß, was mich da draußen erwarten wird. Oh wow, die Waffe, die Mamata gegeben hat, ist sogar in ziemlich gutem Zustand. Okay. Okay. Okay, das ist verschlossen. Noch mehr Munition. Drogen, die ich hoffentlich nicht brauchen werde, Stimpaks. Und ein Pass. Das Passwort ist Amata. Ha. Du liebst sie trotzdem wahrscheinlich, ne? Warum musst du denn so ein Arschloch sein? Security Dossiers. Tunnel Snakes. If Butch and his leather-clad delinquents accost Amata one more time, they'll have more to deal with than their acerbic teacher. Their services have come in handy upon occasion. I must admit that they're starting to become unruly. If dogs become feral, they must be put down. I'll have to remind Butch of that upon our next meeting. Okay. Immerhin hat Amata wirklich geliebt, aber meine Güte, ist der Oberseher ein Arschloch. Ich werde dich aus Trotz nur noch Oberseher nennen. Beatrice. Just what World 101 needs. An absent-minded, sexually repressed psychopath. Beatrice has served World 101 admirably for years, but her mind is growing feeble. I'll have to speak with our good doctor about some kind of long-term pharmaceutical solution. We may at least be able to keep her comfortable and quiet until she passes on. Ja gut, das Gedicht war schon ein bisschen merkwürdig. Ah, Jonas. I never should have assigned Jonas as James' assistant. He was always too idealistic for his own good. Now he spends every waking minute with the good doctor, who gleefully fills his ears with even more idealistic nonsense. I've considered reassigning him, but the truth is Jonas is a fine medic in his own right, and hiding him down in maintenance would be a terrible waste of resources. Okay, da ist irgendwas hinter den Kulissen abgegangen, auf jeden Fall. Amata. Every time I try to get Amata to open up, she just pushes me further and further away. Since she was a child, I've tried to instill in her those virtues that have made this world what it is today. Loyalty, honesty, commitment, hard work. She does try, and with a lot of guidance has grown into a fine young woman. That makes it all the sadder that she continues to alienate me. She looks at me and sees the overseer, not the father that she has cared for her alone. Alone. Since she was an infant. Ja, dein Verhalten hat das leider nicht besser gemacht. Ich hab mich schon mal für mein englisches Vorlesen entschuldigt, oder? Aber halt, es gab hier noch mehr. Scouting Reports? Ihr wart an der Oberfläche? 10. Februar 2241. As our test suggested, the immediate vicinity of the vault is no longer dangerously irradiated, although the background radiation is still well above safe levels. Pockets of more intense radiation appear to still be common, and all surface water seems to be undrinkable. We will need to carry ample supplies of radics with us on all future surveys. But hazard suits do not seem to be necessary for general exploration. Our old maps are largely useless. The town of Springvale is an abandoned ruin, and all pre-war roads have disappeared or are no longer passable. We encountered a group of monstrous ants,
which appeared to confirm Mackay's theories of mutation due to extended exposure to radiation. We drove off the ants with gunfire and collected several specimens for study upon return to the vault. See Exhibit A. The good news is that human civilization still survives, despite everything. We discovered a settlement now as Megaton. See Exhibit B, whose inhabitants, although somewhat wary at first, soon welcomed us into their town. Es gibt Zivilisation in der Gegend. Das heißt, ich werde nicht sofort an der Oberfläche sterben, wenn ich es bis dahin schaffe. Gut, wenn mir diese Ameisen Sorgen machen, aber jetzt muss ich erstmal hier raus. We spent a good deal of time in Megaton and learned a great deal about the Capital Wasteland, as the area around Washington DC is now called, from them. Megaton is a fortified outpost of civilization, of sorts, but it seems that giant ants are the least of the dangers of this new world. We agreed that it was prudent to return to the vault immediately to revise our survey plans in light of what we have learned. Louis and Agnes remained in Megaton to serve as ambassadors and continue to collect information until we return. Huh. Ann Palmer, Survey Team Leader, February 10, 2241. Moment, wie viel Uhr haben wir? Wie viel Uhr, welches Jahr? Das konnte man hier doch irgendwie nachschauen, oder? Unter Data? Ja, wir haben 77. Das war vor 30 Jahren schon? Exhibit A. Oh. Ich glaube nicht, dass wir denen begegnen möchten. Megaton. Jede Menge Schrott, aber... Was will ich schon erwarten? Immerhin scheint die Zivilisation überlebt zu haben. Vault-Tec Instructions. Letter from Dr. Stanislaus Braun. Okay. A letter to the overseer from Dr. Stanislaus Braun. If you are reading this, emergency vault internment procedures have been initiated and you and your control group have been sealed into your vault. Congratulations. You are now a vital part of the most ambitious program ever undertaken by Vault-Tec. If you have not yet read our sealed orders, do so now. They will outline the experimental protocols assigned to your control group. Bitte was? Please remember that deviation from these protocols in any way will jeopardize the success of the program and may be considered grounds for termination by Vault-Tec Corporation, as outlined in the employment agreement. Was zum Teufel? Your Vault-Tec may or may not have been selected to receive a GEC module. Please see attachment A for details. Dr. Stanislaus Braun, Director, Social Preservation Program, Vault-Tec Corporation. Heilige Scheiße. Attachment A. Vault 101 will not receive a GEC module and should operate under the guidelines laid forth in the Overseer's sealed orders. Gibt's die hier noch irgendwo? Vault-Tec Scientific Entry, the GEC. The GEC is, quite simply, the most advanced piece of technology ever developed by Vault-Tec. A terraforming module capability of creating life form from complete lifelessness. After riding out the storm of nuclear Armageddon in a Vault-Tec patented ward, residents can then activate the GEC and create a new earthen paradise. Craters and dust will give way to rolling grasslands and sparkling clear water. Of course, due to time and monetary constraints, not every vault will be equipped with a GEC module. Das klingt ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Öffnen wir den Tunnel des Oberseers. Oh. Gewieft, gewieft. Lebe wohl, Jonas. Lebe wohl, Heimat. Ich mach lieber wieder hinter mir zu. Was mich wohl erwarten wird. Außer Red-Kakerlaken natürlich. Eingang zu Vault 101. Okay. Ist das... Das habe ich auf Bildern gesehen, das ist der Eingang zur Vault. Okay, reiß dich zusammen, Nahadoth.
Du schaffst das. He's opening the vault door. Get the overseer. We need this door open now. Amata. Oh my god. You actually opened it. Alles klar. You did it. You opened the door. My god, I almost didn't believe it was possible. Das hätte ich nicht ohne deine Hilfe geschafft. No, you didn't need me. If anyone can survive out there, it's you. Da bin ich mir nicht so sicher. Warum kommst du nicht mit mir? Ich will dir das wirklich nicht antun, aber andererseits, sie hat jemanden geschossen und was weiß, was ihr Vater jetzt tun wird. Aber vielleicht liebt er sie noch, aber okay, Amata, ich frage dich einfach mal, es ist deine Entscheidung. It's tempting, but my place is here. The vault needs me more than you do. I'm the only one who has a chance to talk some sense into my father. Listen, if you do catch up with your dad, tell him I'm sorry for you know, Jonas and my father and everything. Goodbye. I knew you'd turn up sooner or later. Oh, what the... Okay. Quick, close the door. I'm not crazy enough to go out there. Bleibt entfernt. Au. Oh. Diet. Ach, ich schätze, es gibt kein Zurück mehr. Scheiße, 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 scheiße. Ja, natürlich haben sie, lässt sich die Tür von hier aus nicht öffnen. Lasst uns rein, Motherfuckers. Helft uns. Wir sterben, Arschlöcher. Ah, leider nicht die ersten Leichen, die ich heute sehe. Ha. Wie lang ist es her? 200 Jahre. Ich frag mich, was mich da draußen erwarten wird. Vielleicht werde ich eines Tages zurückkehren. Sofern ich überlebe, aber an Scheitern darf ich jetzt gar nicht erst denken. Okay. Ab nach draußen. Und lass uns Vater finden. Heilige Scheiße.